Ich stehe hier vor der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl, die seit ihrem Bestehen für Unruhen sorgt und deswegen in den Schlagzeilen ist. Ich weiß noch ganz genau, wann der erste große Vorfall war. Das war in der Nacht auf den 20. August 2015. An dem Tag hatte nämlich die Thüringer AfD-Fraktion ihren allerersten Bürgerdialog hier in Suhl. Und es waren sehr viele Suhler Bürger da, die ihre Sorge und ihren Ärger zum Ausdruck gebracht haben. Und wenn man dann noch hört, dass die rot-rot-grüne Landesregierung mehr von den sogenannten Flüchtlingen haben will, sind ja eigentlich illegale Einwanderer, dann kann man gerade als Südthüringer Bürger nur noch mit dem Kopf schütteln. Und es wird interessant sein, wie sich die CDU positioniert in dieser Angelegenheit. Hat sie ja mit den rot-rot-grünen einen sogenannten Stabilitätspakt geschlossen. Und wieder stehen wir hier vor der Erstaufnahmeeinrichtung hier in Suhl auf dem Friedberg. 500 Flüchtlinge, sogenannte Flüchtlinge, sind hier untergebracht, darunter Syrer, Afghanen und Eritreer. Diese halten die ganze Stadt und ihre Sicherheitsbehörden im Atem. Brandherd wird dieses Objekt genannt, weil die Flächenbrände sich auf die Stadt und die Umgebung ausdehnen. Meine mündliche Anfrage hat der Presse in den letzten Tagen eine ganze Menge Stoff gegeben, um über die Landeserstaufnahmeeinrichtung hier in Suhl zu berichten. Wie der Innenminister auf diese Anfrage im Plenum zugeben musste, gab es alleine in den Monaten Februar, März und April hier 41 Einsätze von Feuerwehr, Rettungsdiensten und natürlich auch der Polizei. Das führte dazu, dass wir 133 Strafanzeigen nur alleine in diesen drei Monaten gegen 146 Tatverdächtige hier hatten. Die Justiz muss selbst dafür sorgen, dass hier genug Wachschutz ist, um die öffentliche Sicherheit auch aufrechtzuerhalten. Dieses Politikversagen darf nicht auf dem Rücken der Polizei ausgetragen werden. Wenn es nach der CDU geht, soll ein neues Sicherheitskonzept her und damit viel Steuergeld ausgegeben werden, um an den hausgemachten Problemen zu flickschustern. Probleme, an denen die Merkel-CDU maßgeblich mitverantwortlich ist. Wir sagen, konsequente Abschiebungen und der Schutz unserer Grenzen müssen an erster Stelle stehen.